Mein Name ist Franziska Weber. Ich bin Customer Success Managerin bei der Infinite CX und arbeite mit unseren Kunden im Bereich Messaging und digitale Kanäle. Mein Gesprächspartner heute Morgen ist der Stefan Kolle von der Future Lab. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Franzi. Ja, Stefan Kolle, ich bin einer der Gründer und jetzt CEO der Future Lab. Wir machen seit 17 Jahren Kundenstrategie, alles, was mit Kundenzufriedenheit zu tun hat, Kundenstimme und sind seit etwas mehr als einem Jahr Teil der Infinite CX-Gruppe. Genau, Kollegen sind wir jetzt sozusagen ganz direkt. Genau. Unser Ziel heute Morgen ist es, Ihnen bei Ihrer ersten Tasse Kaffee oder auch Tasse Tee unsere Erfahrungen und Erkenntnisse rund um das Thema Messaging als vermeintlich einfach nur neuer Kanal mit Ihnen zu teilen. Und wir freuen uns natürlich über Ihre Fragen. Sie haben in der Bedienleiste auf der rechten Seite gibt es den Punkt Fragen. Da können Sie die gerne jederzeit reinstellen, und wir schauen dann immer, ob wir sie entweder während des Gesprächs mit einfließen lassen können oder aber ansonsten nehmen wir uns am Ende die Zeit und versuchen einfach auf alle Fragen einzugehen. Genau. Stefan, im Grunde war dieses Webinar ja eigentlich deine Idee. Ja, du bist immer so total begeistert, wenn du mit deiner Kundenzufriedenheitsbrille auf das Thema Messaging schaust und wenn wir dann gemeinsam drüber reden. Was genau fasziniert dich denn an dem Thema so? Ja, in der Kundenzufriedenheit eigentlich das Wichtigste für uns ist, den Kunden so abzuholen oder so zu bedienen, wie es ihm oder ihr passt. Und da ist Messaging eigentlich ein fantastischer Kanal, eine fantastische Methode, weil es den Kunden, denen das passt, denen das, die das gerne haben, eine tolle neue Möglichkeit gibt, mit dem Unternehmen zu kommunizieren. Und das ist auch eigentlich, warum ich dieses große Fragezeichen hinter einfach nur ein neuer Kanal, wie es doch oft behandelt wird. Nein, es ist wirklich für die, die es wollen. Also ich nehme mal einfach mich selber als Beispiel. Ich bin jemand, der gerne meine Administration und alle möglichen Sachen später abends macht. Und ich habe zugleich überhaupt nicht das Bedürfnis, mich ans Telefon zu hängen. Ich telefoniere nicht gern. Es gibt also nichts Besseres für mich, dass ich ganz in Ruhe abends Messaging einschalten kann. Eventuell, wenn ich eine kleine Adressänderung machen will oder so, dann mache ich das im Bot. Oder auch manchmal ganz einfach, ich habe eine Frage, die ist aber nicht ganz dringend, die stelle ich einfach da rein und die wird dann irgendwann, wenn es passt, beantwortet. Also für mich ist es einfach eine schöne Art zu kommunizieren, wie und wann ich das will. Und andersrum. Auf der Firmenseite gibt es natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, diesen Umgang mit dem Kunden zu machen, weil es dem Agenten ermöglicht, sich viel ausführlicher mit der Frage zu befassen, ohne den Stress, wenn man am Telefon hängt und so schnell wie möglich die Frage des Kunden beantworten will. Also deswegen lieben wir wirklich Messaging und wir sehen auch einfach, dass es einen großen Beitrag zur Kundenzufriedenheit liefern kann. Was wir festgestellt haben bei einem unserer Kunden bei der Magenta war, dass auch das Thema Mitarbeiterzufriedenheit wahnsinnig positiv beeinflusst wird im Bereich Messaging. Dort ist es relativ schnell nach der Einführung deutlich geworden, dass die Mitarbeiter, die Agenten, zum großen Teil, muss man sagen, natürlich nicht alle, aber zum großen Teil einfach viel lieber in diesem Kanal Messaging gearbeitet haben als an der Hotline. Und wenn man sie dann befragt hat, dann waren Gründe dafür zum Beispiel, dass sie sagen, die Kunden sind grundsätzlich nicht genervt, weil sie halt nicht in der Warteschleife hängen mussten. Und der zweite große Punkt war, dass die Agenten zumindest gefühlt mehr Zeit hatten, wie du gerade auch schon gesagt hast, mehr Zeit hatten, wirklich die richtige Antwort für den Kunden zu finden und sich dann doch mal die eine Minute mehr noch nehmen konnten, um sie so auszuformulieren, dass es dann einfach gut rüberkommt. Ja. Ja, ne, und das ist natürlich auch ein Punkt, der oft vergessen wird, wenn im Contact-Center wird sehr viel geachtet auf Effizienz, wie können wir so schnell wie möglich und so kostengünstig möglich Kunden bedienen, während zugleich natürlich eigentlich die Agenten wollen Gutes tun. Sie wollen den Kunden gut bedienen. Und genau dieses Gefühl, dem Agenten auch zu geben, schau her, du kannst dich besser drum kümmern, das ist ganz wichtig. Und das haben wir auch schon in vielen anderen Firmen so ausspielen sehen. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt hier.
Ja, bei mir fällt da, ich glaube, dass es da viel geht um das Thema Erwartungshaltung. Ne, die Kunden haben natürlich, so wie du auch, wie du es vorhin beschrieben hast, haben natürlich, wenn sie eine WhatsApp schicken und quasi eine Frage stellen, eine ganz andere Erwartungshaltung an den Service Level, als sie es jetzt an der Hotline haben. Wie genau würdest du es beschreiben? Hilft denn jetzt dieser Kanal Messaging, die Kundenzufriedenheit zu verbessern? Wie gesagt, der Kernpunkt ist, jeden Kunden so zu bedienen, wie es für ihn passt. Und dazu gehört eben auch das Erwartungsniveau. Also es ist auch ganz bestimmt nicht so, dass wir jetzt Messaging einsetzen müssen, um den Voice-Kanal ganz zu ersetzen. Dann würden wir genauso große Kundengruppen damit unglücklich machen. Es geht also darum, deswegen ist es nicht einfach nur ein neuer Kanal, nein, es ist ein wichtiger Kanal, der hilft den Kunden, denen das passt, den Kunden, die das lieber wollen, damit zu bedienen. Ganz wichtig ist auch, wie gesagt, herauszufinden, was ist wichtig für die einzelnen Kunden. Und das kann so weit führen, wie wir haben das in einem Automotive Center durchgeführt, dass am Anfang der Interaktion der Kunde gefragt wird, willst du schnell oder willst du gründlich? Gut, das war eine interessante Diskussion mit einer, sagen wir mal, sehr ingenieurgetriebenen deutschen Autoorganisation, die sagt, nein, alle müssen schnell und gründlich. Das geht nun mal nicht. Man kann nicht alles zugleich machen. Und das Faszinierende war, dass ja, das sind, die Kunden sind fast wie richtige Menschen. Die eine Hälfte hat gesagt, ja, weißt du was, sag mir einfach schnell, das ging hier um Beschwerdemanagement, du machst mir sofort eine Gutschrift von 100 € und wir sind fertig. Wunderbar, brauche ich mich weiter nicht hier drum zu kümmern. Die anderen haben gesagt, nein, nimm dir die Zeit. Und das ist eben genau das, Triage nennt man das in der Medizinwelt, rauszufinden, wer will was. Den einen, den behandelst du sofort am Telefon, in der Hotline, zack, in 3 Minuten bist du durch oder vielleicht 5. Der andere, wir nehmen uns Zeit, das geht asynchron, jeder spricht, wann er will. Und am Ende haben wir 2 zufriedene Kunden, während wenn wir nur einen Kanal oder nur eine Methode haben, wir mindestens einen dieser beiden Kunden weniger Unglücklich. zufrieden machen, als das sonst könnte. Und das ist das unterliegende Prinzip. Lass uns erst denken aus dem Kundenbedürfnis heraus. Was sind die Erwartungen, die Hoffnungen dieses Kunden, und wie können wir die am besten bedienen? Und wenn wir von da ausgehen, kriegen wir höhere Kundenzufriedenheit und bessere Effizienz. Wir kriegen beides. Während wenn wir nur von Effizienz ausgehen, haben wir das Risiko, dass wir am Ende einen weniger zufriedenen Kunden haben. Ja, absolut, absolut. Inwieweit findest du, ist das Thema Automatisierung und Kundenzufriedenheit, wie hängen die miteinander zusammen? Da gibt es ja auch verschiedenste Positionen. Die einen sagen, boah, so eine Automatisierung, Hauptsache ich bin schneller, das passt so ein bisschen zu deinem schnell oder gründlich Beispiel, ja. Und wenn man jetzt sagt schneller, dann könnte man ja meinen, okay, Automatisierung ist natürlich State of the Art und möchte man mit benutzen. Wenn man bei gründlich, sorgfältig, kundenfokussiert ist, könnte man jetzt meinen, dann ist Automatisierung automatisch nicht relevant. Wie schätzt du das ein? Der Punkt ist natürlich, wir können Automatisierung einsetzen, um die Elemente, die, sagen wir mal, schnell und einfach und automatisiert abgewickelt werden können, zu machen, um den Agenten mehr Zeit zu geben für die Sachen, wo wirklich eine Interaktion, wo menschliche Intelligenz nötig ist. Also auch hier wieder, es geht nicht um entweder das eine oder das andere, sondern am Ende reden wir über eine Werkzeugkiste. Wenn wir eine Schraube haben, dann brauchen wir einen Schraubenzieher. Und das kann sein, eben genau die Automatisierung, die ich aus meinem eigenen Fall heraus sage, ich habe eine Reise gebucht und ich will da kurz, ich will den Ankunftstag ändern. Ja, dafür braucht es doch um Gottes Willen nicht, dass ich anrufe und in der Warteschleife hänge und damit einen Menschen belästige. Nein, lass das automatisiert stattfinden im Bot und der Bot sagt, Guten Tag, Herr Kolle, wollen Sie etwas ändern oder wollen Sie Ihre Reise absagen? Nein, ich will es ändern. Okay. Und in 5 Minuten sind wir durch und das habe ich um Mitternacht gemacht. Damit, wenn ich im Hotel bin und es gibt da ein Problem und ich rufe die Hotline an, mir sofort jemand zur Seite steht und das Problem für mich lösen kann. Also es geht um dieses Zusammenspiel von Automatisierung, weil ganz wichtig als Hintergrund ist, wir sehen, dass die Zahl der Interaktionen zwischen Kunden und Contact Center, also Kunden und Unternehmen, steigt rapide.
Es ist also nicht so, dass wir irgendwann keine Agenten mehr brauchen. Nein, im Gegenteil. Es geht darum, wie können wir diese Steigerung von digitalen Interaktionen und Remote-Interaktionen, wie können wir die bedienen mit Automatisierung, um immer mehr Zeit freizumachen für menschliche und intelligente Interaktionen? Damit dann eben genau diese Zeit in der Warteschleife einfach nicht mehr sein muss irgendwann, ne? Die Weil Zeit in man der das. Warteschleife braucht nicht mehr sein, aber auch, also ich meine, wenn ich jetzt wieder über dieses Automotive Contact Center denke, ich denke, dass der Durchschnitt Ausbildungslevel der Agenten da ist Bachelor oder Diplom. Es ist Irrsinn, diese hoch ausgebildeten Leute für kleine administrative Fragen. Also, die sind sehr engagiert, sie sind super ausgebildet, sind klug, lass die. Gibt denn die Zeit, um da, wo es wirklich nötig ist, wo Empathie nötig ist, wo Nachfragen und hin und her nötig ist, da sollen sie sich fokussieren können, indem wir die doofen Arbeiten, die weder dem Kunden noch dem Mitarbeiter helfen, die können wir in einen Messaging-Kanal mit einem Chatbot und so weiter abwickeln. Wir hatten da ein Beispiel bei einem Telco-Kunden von uns. Da ging es um eine Tarifänderung. Und es war, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, herausfordernd kommuniziert an die Kunden, wer jetzt davon betroffen ist und wer nicht. Und dann haben die festgestellt, dass es einen rapiden Anstieg hat gab von Kunden, die anriefen, um zu sagen, bin ich jetzt betroffen oder nicht. Und dann haben wir relativ schnell mit denen zusammen eine so eine Automatisierungslösung umgesetzt, wo quasi die Kunden übers Messaging, über WhatsApp war damals der Kanal, im Grunde ihre Kundennummer und ihren Namen und ihr Geburtsdatum eingeben mussten und dann wurde über eine Schnittstelle ins CRM abgefragt, ist er betroffen oder nicht. Ja, und dann kam quasi der Kunde sozusagen mit drei Eingaben, wusste er, okay, ich bin betroffen oder nein, bin ich nicht und hatte im Anschluss daran die Möglichkeit, sich zu einem Agenten verbinden zu lassen. Und das ist, glaube ich, genau der, das ist, passt gut zu diesem, was du gerade gemeint hast, dass man diese mühsamen Arbeiten, die einfach nur Zeit kosten, die konnte man super automatisieren. Und wenn dann im Nachgang trotzdem noch eine Anfrage war oder trotzdem noch die Notwendigkeit beim Kunden bestand, okay, ich möchte jetzt nochmal mit jemandem sprechen, war das einfach möglich. Ja. Und dieses fließende Miteinanderarbeiten von Bot und Agent, das nennt man ja auch Tango, also sozusagen die perfekt aufeinander abgestimmte fließende Bewegung, immer so ein bisschen mit dem Ziel, dass der Endkunde ja gar nicht wirklich merkt, an welcher Stelle ist denn da jetzt dieser Übergang, sondern dass es sich für ihn wie eine fließende Kommunikation anhört. Ja. Ja, und das, ja, Mensch und Maschine tanzen den Tango, das finde ich einen wunderbaren Spruch. Und darum geht's. Und der Tango ist ja getrieben, das ist der emotionalste aller Tänze. Und das können wir hier auch machen. Nur, wie gesagt, das Wichtigste für mich ist, dass wir von dem Kundenansatzpunkt heraus, wie können wir den Kunden besser bedienen, indem wir die Maschine als Unterstützung einsetzen in diesem Tanz. Ja, genau. Ich hab noch einen Punkt, da würde mich interessieren, wie du das einschätzt. Nochmal zum Thema Erwartungsmanagement. Auch ein Kunde von mir hatte zu Beginn unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, die hatten schon eine Chat-Lösung im Einsatz. Und ich habe natürlich, weil ich einfach vom Thema Messaging aufgrund der Asynchronität und der einfacheren Steuerbarkeit und auch der vielen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, total überzeugt bin, sind wir natürlich mit denen auch ins Gespräch gegangen zum Thema Messaging. Die Rückmeldung von denen war, dass sie gesagt haben, sie haben die Erfahrung gemacht, ihre Kunden erwarten, dass sie innerhalb von 10 Sekunden eine Antwort bekommen, unabhängig davon, ob es jetzt im Chat oder am Telefon oder über Messaging ist. Das war dann auch für die der Grund, zumindest am Anfang zu sagen, nee, wir bleiben bei Chat, weil Messaging bringt uns den Mehrwert nicht. Wie schätzen du das ein, Thema Erwartungsmanagement mit den Kunden? Was kann man denn da steuern und beeinflussen? Ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen skeptisch zu dieser 10-Sekunden-Situation. Also zum Beispiel in dem Automotive Contact Center haben wir ganz klar gesehen, dass 10 Sekunden ist, wie lange ich bereit bin, am Telefon zu hängen, ohne dass ich irgendein Feedback kriege. Will sagen, ich rufe an und das Telefon klingelt. Einfach Nach nur, ne? 10 Sekunden denke ich, ich habe eine falsche Nummer und ich hänge auf. Das ist, wo 10 Sekunden spielt. In dem Moment, wo nach 3 Sekunden ich in die Warteschleife komme, aber die Warteschleife sagt mir, es sind noch 4 Leute vor Ihnen, wir erwarten, dass es etwa 27 Sekunden dauern wird. Okay, 27 Sekunden kann ich warten.
Wenn ich in die Warteschleife komme und ich höre einfach nur endlos Musik, nach einer Minute bin ich auch wieder weg. Also man muss das schon wirklich kontextualisieren. Zweitens, auch hier wieder der Unterschied. Also ich würde mal sagen, dass Sie vielleicht die Frage in der Kundenbefragung nicht ganz richtig gestellt haben. Denn ja, wenn Sie mich fragen, wie schnell bist du bedient? Ja, sofort. Klar. Wenn wir aber die Observation machen, wie benimmt sich der Kunde? Ein Teil der Kunden wird sehr stark diese Asynchronizität gerne haben. Also auch wieder, gut, man soll jetzt nicht alles auf sich selber beziehen, aber ich kann mich selber da einfach sehen, und ich weiß, dass ich jetzt wirklich nicht ein besonderer Fall bin. Im Chat, der asynchron ist, da kann ich, während ich was anderes mache, während ich am Büro sitze, tippe ich was ein und irgendwann macht's Ping, weil die Antwort gekommen ist. Dann gehe ich darüber. Das ist ja was anderes, als wenn ich am Telefon hänge. Also auch da wieder Kontextualisierung. Am Telefon sind die 10 Sekunden schon eher relevant, aber auch nur, wenn es darum geht, ich kriege kein Feedback. Also ich würde das sehr vorsichtig angehen, diese Regel. Und wie gesagt, wir haben verschiedene Regionen innerhalb von Deutschland oder verschiedene Länder in Europa haben da auch ganz andere. Italiener sind bereit, 4 Minuten zu warten, Deutschen 1 Minute. Okay, das sind Erfahrungen, Spielt auch mit. die du gemacht hast mit Kunden. Okay. Ja, diese Unterschiedlichkeit ist ja dann genau das, wie du eingangs auch erwähnt hast, dass halt Messaging eben nicht nur ein neuer Kanal ist, sondern ein wertvoller Kanal sein kann für einen bestimmten Bereich meiner Kunden, für Für einen einen bestimmten bestimmten Bereich Anteil der meiner Kunden, Kunden. ja, die und nochmals, die werden super glücklich davon. Aber es gibt natürlich auch andere, die da unglücklich von werden. Aber auch da wieder dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Es gibt uns natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, Kunden zu unterstützen. Einer meiner Kunden ist ein Baumaterialien-Retailer, also für große Baufirmen, aber auch Handwerksmeister und dergleichen. Und da können wir das zum Beispiel einsetzen, dass wir im Chat ganz große Knöpfe einsetzen, wenn der Handwerksmeister auf dem Bau ist und er schaut um Klar. sich rum und sagt, oh, die Muffen sind nicht angekommen, wo sind die Muffen? Wenn du weißt, dass das die Umgebung deines Kunden ist, kannst du den Chat darauf anpassen. Das ist etwas ganz anderes, weil am Telefon, während du deine Handschuhe anhast und Umgebungskrach ist und so weiter, da ist das Telefon überhaupt nicht die richtige Methode, sondern Stimmt den ja. Chat, wo du vielleicht, wenn du weißt, dass deine Kunden in so einer Situation sind, du musst die Möglichkeit geben, dass er auch schnell was einsprechen kann, Spracherkennung. Aber das Wichtigste ist, er kann da mit seinen Handschuhen auf dem Telefon tippen. Also Stimmt ja. es gibt uns Möglichkeiten einzugehen auf die spezifische Situation des Kunden. Und wie gesagt, das ist halt, wo ich aus meiner Rolle als Kundenzufriedenheits- oder als Kundenflüsterer sehe, das ist im Endeffekt, ich zeige dem Kunden, ich verstehe deine Situation, ich verstehe, wo du dich befindest, was deine Nöte im Augenblick sind, was du vielleicht auch nicht kannst. Und dadurch kann ich in diesem Tango diesen Kunden viel besser bedienen und damit auch nicht nur seine Erwartungen erfüllen, sondern sogar seine Erwartungen übersteigen. Übererfüllen, ne? Das ist immer so der große Wunsch. Übererfüllen, ja. Genau. Genau. Was du gerade angesprochen hast, spielt ja in diesem Bereich Personas, ne? Dass man sich als Unternehmen einfach Gedanken macht, was habe ich für Personengruppen, für Zielgruppen, für Kundengruppen und welcher Kommunikationsweg und welche speziellen Anforderungen, zum Beispiel eben große Knöpfe, sind bei den Kunden genau eben richtig und wichtig und relevant. Ist das ein Teil von auch deiner Arbeit, diese Personas rauszufinden und zu definieren? Ja, natürlich. Das ist eine der wichtigsten Methoden, die wir haben, um eben zu dieser Personalisierung zu kommen oder diese andere Autokonzernen. Da haben wir festgestellt, dass es im Endeffekt eigentlich so eine Art von 6 Archetypen gibt, wie jemand, in welchem Gemütszustand jemand ist, wenn er ein Auto kaufen will.
Das hat jetzt nicht Tatsächlich. mit der großen Welt zu tun, aber also mal ganz einfach gesagt, es gibt den, wirklich, das sind etwas karikaturale Archetypen, aber sagen wir mal den Autotuner, der 27-Jährige, der sein erstes Auto kauft und das liebt und aufschmückt und mit Stickern und so weiter. Oder der Geschäftsmann, der einfach nur reinkommt, sagt, gib mir ein Auto mit allem drauf und dran und ich will in 5 Minuten wegfahren. Mal extrem gesagt. Und wir können, und da ist zum Beispiel auch wieder das Messaging ganz wunderbar. Kunde kommt auf die Website und sagt, ich will eine Probefahrt verabreden. Gut. Chatbot geht auf und mit drei Fragen können wir ganz einfach feststellen, was für ein Typ haben wir hier. Und aufgrund dieser Typologie können wir dann zum Beispiel die ganze Tonalität im Chatbot schon mal anpassen. Also, boah, ey, Alter, wir haben hier die geile Kiste für dich. Das Ganz haben die nicht extrem wirklich gesagt. gemacht, oder? Nicht ganz so, aber eben einen mehr emotionalen und persönlichen Anspruch gegenüber dem, ja, wir machen das jetzt so schnell wie möglich für Sie. Der Witz ist dann natürlich, und hier kommt wieder dieses Zusammenspiel, dass am Ende, gut, der Mensch hat seine Probefahrt verabredet und die ganze Information geht dann in die Filiale. Und in der Filiale steht, hör zu, nachher kommt Herr Meier oder Frau Müller. Herr Meier ist der Tuner und also schickt den Jan zu ihm, weil Jan ist auch autoverrückt. Und dann kommt die Frau Meier und die ist eine Geschäftsfrau und die will den ganzen Unfug nicht, also schickt den Peter, um mit ihr zu reden. Also es hilft uns ganz toll festzustellen, mit wem haben wir hier zu tun und wie können wir diese Person auch wieder am besten bedienen. Und ja, du hörst, es kommt immer wieder auf das Gleiche zurück. Besser verstehen, mit wem ich zu tun habe und mich einleben in deren Welt und auf dem Niveau abholen. Und darauf basierend dann eben mein Angebot sozusagen, mein Kommunikationsangebot zur Genau. Verfügung stellen. Und um nochmal zurückzukommen auf den Handwerksmeister. Da haben wir zwei ganz starke Personas, den Meister und das ist jetzt nicht sexistisch gedacht, aber es ist halt in der Praxis 99% der Fälle so, dass es eine Frau ist, die das Backoffice macht. Also, Im wenn Büro, der Kontakt kommt im Rechnungswesen. Büro, wenn der Kontakt kommt, wen von beiden habe ich hier? Und abhängig davon, wer von den beiden es ist, auch wieder die Tonalität und sogar schon die Frage. Weil wenn die Frage also wenn der Kontakt aus dem Backoffice kommt, dann geht es wahrscheinlich nicht darum, ich stehe hier auf dem Bauplatz und die Muffe ist nicht da, sondern es geht eher darum, wir haben ein Problem mit der Rechnung oder was auch immer. Oder auf dem Bauplatz, ich habe ein technisches Problem, wer kann mir jetzt damit helfen? Also wissen, mit wem ich zu tun habe, welche Persona, hilft mir dann auch, es gleich intelligent zu routen zum richtigen Agenten oder zur richtigen administrativen Interaktion. Sehr schön. Super, herzlichen Dank schon mal für diese ersten Eindrücke. Ich schaue mal, ob es Fragen gibt von unseren Zuhörern. Eine habe ich hier. Und zwar nach einem Business Case. Wir sind jetzt ganz am Anfang ein bisschen drauf eingegangen. Hast du auch gesagt, Thema Effizienz, Kosten, Nutzen. Du meintest anfangs, es macht wenig Sinn, nur die Effizienz in den Vordergrund zu stellen. Es ist auch wahnsinnig wichtig, die Kundenzufriedenheit immer mit im Auge zu behalten. Die Frage ist jetzt, wie man das am besten angeht, sozusagen. Können Sie dazu bitte noch mal etwas mehr sagen? Also mein ganz großes Steckenpferd ist, dass wir so eine Business Case ganzheitlich, holistisch angehen müssen. Und das fehlt mir eigentlich immer. Weil es wird immer nur geschaut, auf wie viele Agenten können wir sparen oder wie viel AHT können wir produzieren. Während das ganzheitliche Denken ist, wenn wir eine bessere Kommunikationsmöglichkeit und eine bessere Kundenerfahrung liefern, dann zahlt das ein auf Kundenzufriedenheit. Und Kundenzufriedenheit ist ganz einfach ein Mittel, um Kunden loyaler zu machen, mehr Geld verdienen zu lassen, mehr Geld reinbringen zu lassen und so weiter. Aber was oft vergessen wird, ist, dass es auch einzahlt auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Denn mal ganz einfach gesagt, und ich übertreibe jetzt nicht, das war auch wieder in diesem Automotive Contact Center,
Als wir da kamen, ging es nicht gut mit der Kundenzufriedenheit. Okay. Was passiert? Der beste Agent der Welt wird fünfmal hintereinander angemotzt, angeschrien. Wirklich buchstäblich von Kunden. Der beste Mensch der Welt kann beim sechsten Anruf nicht den Kunden noch ganz serene und zen entgegentreten. Ja, selten. Zugleich ist es auch Agenten sind ja fast wie richtige Menschen. Wenn du den ganzen Tag lang angemotzt wirst, dann reicht es irgendwann. Und diese hoch ausgebildeten und hoch engagierten Mitarbeiter, zum Teil eben nach einem Jahr sagen, ich kann das nicht länger ab und gehen. Und wir sehen das ja ganz grundsätzlich, dass in Contact-Centern die Abwanderungsrate sehr hoch ist, doppelt so hoch wie bei normalen Mitarbeitern. Und das ist ein unglaublicher Verlust an Ausbildung, an Recruitmentkosten und dergleichen. Und eigentlich, also das ist ein ganz wichtiges Element, was wir mit reinnehmen. Wenn wir das für alle Betroffenen besser machen, weil auch, du sagst es ja selber schon, du hast das bei der Magenta gesehen, dass die Mitarbeiter es auch einfach schöner finden, es ist angenehmer. All das spielt zusammen, aber wir müssen diesen holistischen Blick drauf bringen. Denn zu oft sehen wir, dass in den Kontaktzentren nur die Kosten registriert werden, aber nicht die Nutzen. Dass die Kundenzufriedenheit mehr Loyalität bringt, mehr Empfehlung, mehr Neukundengeschäft, wird irgendwo anders registriert und irgendwo einer anderen, der Marketingabteilung zum Beispiel zugerechnet, nicht dem Contact Center. Also deswegen mein Steckenpferd, und ich kann da gerne noch eine Stunde weiterreden, ist Dann machen wir noch einen ganz separaten Termin. anders. Okay, ja, guter Punkt. Das heißt, alle Aspekte, wie du gerade sagtest, das war, glaube ich, der entscheidende Satz. Alle Beteiligten und die Verbesserung für alle Beteiligten müssen berücksichtigt werden, um einen wirklich Genau. sinnvollen Business Case dafür zu rechnen. Ja. Okay. Eine Frage haben wir noch. Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Einführung von Messaging in Unternehmen? Es gibt ja auch skeptische Mitarbeiter. Absolut, absolut. Das war, ich erzähle mal, wie ich es wahrgenommen habe oder wie ich es erlebt habe, als wir das eingeführt haben oder mitbegleitet haben, die Einführung bei der Magenta. Da hat sich bewährt, damals, dass wirklich ein kleines Team von freiwilligen Mitarbeitern gesucht wurde, die ganz explizit, die wurden informiert darüber, dass es einen neuen Kanal Messaging geben wird und speziell war es damals WhatsApp. Sie wurden umfangreich informiert und dann kam die Frage, wir suchen 20 Freiwillige, wer hat Lust mitzumachen? Und da haben sich, es haben sich direkt, glaube ich, 25 gemeldet und sie haben dann auch alle 25 genommen. Und mit dieser kleinen, schlagkräftigen Gruppe, die waren natürlich höchst motiviert. Die haben ganz viel ausprobiert. Die haben quasi diesen Kanal komplett mit aufgebaut, die kompletten Dialoge, vorgefertigte Gesprächsleitfäden und so weiter. Und da hat man natürlich dann eine ganz, da identifiziert man sich ja komplett mit diesem Projekt und mit diesem Kanal und entsprechend motiviert und gut gelaunt waren die auch immer dabei. Und als das Ganze dann natürlich skalieren sollte und es dann ausgebaut wurde auf bis zu, ich glaube, am Ende waren es 130 Mitarbeiter, die dann für diesen Kanal ausgebildet waren. Da wird es dann natürlich irgendwann ein bisschen, weicht es so ein bisschen auf, weil man irgendwann gar nicht mehr diese Intensität an, ich nehme die Leute mit, ich beteilige die Leute, so aufrechterhalten kann, wie man das am Anfang kann in so einem Projekt. Aber was dort die Erfahrung gezeigt hat, ist, dass es sinnvoll ist, mit jeder Gruppe, langsam zu starten und zu versuchen, immer wieder diesen Spirit, der in diesem Ausgangsteam war, immer wieder neu aufzubauen und weiterzutragen. Und diese 25 Mitarbeiter, die am Anfang dabei waren, waren auch immer sowas wie Paten im Verlaufe der Zeit. Ja. Also man kann, das war, glaube ich, so ein bisschen eine harte Erkenntnis teilweise, man schafft es nicht für alle 130 in der Intensität, wie man es jetzt für die initiale Gruppe hat. Aber wenn man da einfach Engagement reinsteckt und vor allen Dingen die Mitarbeiter auch immer wieder, so gut es geht, beteiligt, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Ja, und eigentlich idealerweise machen wir es genau wie mit den Kunden. Wir schauen nach den Persönlichkeiten und den Präferenzen. Ich meine, ein anderes großes Contact Center, mit dem wir gearbeitet haben, da wurde erstmal eingeführt oder haben wir erst einen Test gemacht. Gibt doch mal 10 Agenten den völligen Freiraum, um nur auf First Call Resolution, First Contact Resolution zu gehen.
Also haben wir die 10 besten und motiviertesten genommen, die waren begeistert, haben dann als Paten das tatsächlich weitergetragen. Aber wir kamen auch zu dem Schluss, dass etwa die Hälfte der Agenten diesen totalen Freiraum überhaupt nicht so angenehm fanden. Also haben wir das dann auch einfach getrennt. Die, die sagen, gib mir Freiraum, um einfach das Beste für den Kunden zu machen, wo übrigens auch ein fantastisches Business Case dahinter stand, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das war die Hälfte. Während die andere Hälfte hat sich dann fokussiert auf die kurzen, schnellen administrativen Abfragen. Und ja, natürlich, das bringt extra Komplexität im Routing und in der Planung. Aber zugleich können wir damit sowohl die Kunden individueller behandeln und unsere Agenten auch besser individuell einsetzen. Weil ja, es wird nie alle begeistern. Aber da wir ja auch nicht alle Kunden darüber bringen wollen, nee, die, die das gerne machen, für die ist es ein extra Wert und ja, am Ende gewinnen alle, wenn wir das individualisiert angehen. Ja, sowohl auf Kunden- als auch auf Mitarbeiterseite, ja. Super schönes Schlusswort. Vielen Dank, Stefan.